42. Spieltag in der Penny DL. Viertes Aufeinandertreffen zwischen den Löwen Frankfurt und den Grizzlies aus Wolfsburg. Gute Nachricht für die Löwenfans vor diesem Spiel. Top-Verteidiger Maxim Matuschkin, 16 Tore bisher in dieser Saison, hat seinen Vertrag um 3 Jahre verlängert. Rein ins Spiel. Wolfsburg startet gut in diese Partie und hat gleich nach 5,5 Minuten eine Riesenmöglichkeit. Der Puck landet aber an der Latte. Top-Chance für Justin Feser hier. Erst die Latte, dann der Pfosten. Glück für Julius Hudacek im Frankfurter Tor. Videobeweis, der zeigt kein Tor für Wolfsburg. 0:0 weiterhin. Knapp 8 Minuten gespielt. Frankfurt dann mit dieser Möglichkeit. Daniel Wirth, dann kommt die Scheibe durch. Dominik Bock einmal rund um die Wolfsburger Abwehr. Und dann landet der Puck auf der anderen Seite bei Julian Napravnik. Und der schießt hoch ein. Keine Chance für Hannibal Weizmann im Wolfsburger Tor. Die Grizzlies haben dann 3 Minuten vor dem Ende Überzahlmöglichkeit. Und dann ist viel Wirbel da vor Hudacek. Und irgendwie landet der Puck schließlich im Netz. Ein Powerplay-Treffer für Wolfsburg, nachdem es in den zurückliegenden 12 Spielen nur 3-mal geklappt hat. Hier gut zu sehen. Peter Mueller trifft da den Schlittschuh von Spencer Mahacek und der markiert dann letztlich das sein 16. Saisontor. Der Ausgleich in der 18. Minute. So also nach 20 Minuten der Spielstand. Das zweite Drittel hat es dann richtig in sich. Wolfsburg mit der Befreiung über Martinovic, dann Lucas Dumont. Und plötzlich ist der Puck drin. Aber da sehen wir es auch an der Handbewegung von Julian Krobot. Der war nicht mehr dran an diesem Pass. Hier Dumont schneller als Matuschkin. Und dann passiert Folgendes. Hier gut zu sehen in der Zeitlupe. Cody Kunik, der eilt mit zurück und bringt den Puck im eigenen Tor unter. 23. Spielminute. Wolfsburg stellt auf 2:1 und setzt kurz später, knappe 100 Sekunden später, den nächsten guten Konter an. Und der landet wieder erfolgreich im Netz. Das 9. Saisontor von Ryan O'Connor, der Verteidiger, mitgelaufen. Der Querpass kommt von Peter Mueller. Und da ist dann Hudacek machtlos. 25. Minute, Wolfsburg 2 Tore vorne. Die Antwort der Löwen Frankfurt nur wenig später. Joe Cramarosa links, kommt gerade von der Bank raus und erzielt den Anschlusstreffer nach Zuspiel von Cody Kunik. Sein 9. Saisontor. 7 Minuten vor dem Ende des zweiten Drittels. Tolle Einzelleistung von Justin Feser. Die 33. Spielminute. Wieder ein Powerplay-Treffer für Wolfsburg. Feser hat hier einfach zum einen die Geschwindigkeit und zum anderen auch zu viel Platz mitten durch die Frankfurter Abwehr. Und dann tunnelt er auch noch Hudacek. 4:2 für Wolfsburg. 6,5 Minuten noch zu spielen. 36 Sekunden später nach dem 4:2 für Wolfsburg. Der Treffer für Frankfurt. Wille Lajunen mit diesem Handgelenkschuss, der einfach nicht zu sehen ist für Hannibal Weizmann. Frankfurt wieder dran, die 34. Spielminute. Auch hier gibt es nochmal den Videobeweis, aber das Tor zählt. 3,5 Minuten vor dem Ende, wieder Wolfsburg mit einem guten Konter. Es geht dann ganz, ganz schnell. Hier kommt der Schuss, Hudacek kann nicht festhalten und Jean-Christophe Baudin ist da, die 37. Spielminute. Da ist ein bisschen Glück dabei bei diesem Tor für Wolfsburg. Baudin netzt ein zum 5:3. Schinko mit der Vorarbeit und auch Feser. Dennoch gute Stimmung in der Drittelpause und Frankfurt startet gut rein in dieses dritte Drittel. Lajunen mit einem ordentlichen Pfund und dann jubeln die Fans, weil der Puck im Tor landet, den aber Dominik Bock noch abfälscht. Vielleicht mit dem Oberschenkel, mit dem Bein auf jeden Fall. Hier ein bisschen zu sehen in dieser Zeitlupe. Der Anschlusstreffer, der direkte für die Löwen Frankfurt, das 4:5. Aber der bringt letztlich nichts mehr, denn Wolfsburg gewinnt mit 5:4 in Frankfurt. We brought a lot of pucks to the net. You know, the more we can do that, I think the more success we can have for sure. Well, it's hard to win games when you let in 5 goals. I think the breakdown in the second period there, we're certainly not happy with that. Especially this time of year, but yeah, this one stings, and now we move forward, learn from our mistakes and get better.
Die Löwen Frankfurt tun sich zu Hause weiterhin schwer. 9 Siege aus 12 Spielen. Und die Grizzlies Wolfsburg, eines der besten Auswärtsteams der Penny DEL, gewinnen 2 Spiele in Folge an diesem Wochenende. Das war zuletzt kurz vor Weihnachten so. Endstand 5:4 für Wolfsburg in Frankfurt. Alle Spiele der deutschen Eishockey-Liga live, nur bei Magenta Sport.